Hi, ich bin Domme, das ist mein YouTube-Kanal und heute stelle ich euch das Lekato AMT 600 vor. Das ist ein Metronom und ein Stimmgerät. Bevor wir mit dem Video starten, also mit dem Unboxing, ganz kurz hier das Kleingedruckte. Lekato hat mir das Produkt zugeschickt, kostenlos, ich darf es auch behalten. Und sie haben trotzdem keinen Einfluss darauf, was ich hier in dem Video sage. Also alles, was ich sage, ist meine eigene Meinung. Aber ich habe es halt umsonst gekriegt. Zunächst erstmal ein Unboxing. Hier sehen wir die Box. Und ich muss das mal öffnen. Das wird der Clip sein, wo du das an die Kopfplatte dran machen kannst. Gehe ich mal von aus. Quality Control Pass. USB-C-Kabel, wahrscheinlich zum Laden. Bedienungsanleitung auf Englisch und auf Deutsch und auf Chinesisch. Problem ist bei den Anleitungen, manchmal sind die deutschen Anleitungen gar nicht mal so gut und da muss man auf Englisch switchen, um überhaupt zu verstehen, was die von einem wollen. Ja, hier sind so ein paar Sachen, aber wir wollen ja eigentlich das Gerät benutzen, ohne die Anleitung zu kennen. Okay. Ist geklebt. Muss man kaputt machen, die Tüte. Finde ich immer ein bisschen schade. So. Ah ja. Okay. Noch eine Schutzfolie drauf. Scheinen. Na. Mal gucken. Ein bisschen fleckig hier. Die Folie ist nicht so gut draufgeklebt worden. Mal gucken. Okay. Also hier haben wir Ständer. Super. Den Input. Davon aus, da kannst du dein Gitarrenkabel reinstecken oder den Clip und den Clip dann an die Kopfplatte von deiner zum Beispiel Akustikgitarre ausprobieren. Kopfhöreranschluss fürs Metronom. Lautsprecher, Lautstärkeregelung, USB-Anschluss. Meistens sind die Dinger geladen. Hätten wir mal geguckt, wie es angeht, wa? Power. Muss gedrückt halten. Ja, okay. So, kann man das sehen? So. Okay, hier haben wir. Okay. Dann das Metronom können wir auch starten. Ah, hier können wir zwischen. Nein, was ist das? So geht's wohl nicht. Okay, hier kann man zwischen Stimmgerät und Metronom wechseln. Und dann können wir jetzt hier wahrscheinlich das Tempo anpassen. Okay. Sehr laut tatsächlich. Wie geht das mit Voice? One, two, three, four. One, two, three, Okay. four. Okay, das ist cool.
denn die Frage? Ich will das ja immer gerne, so wie ihr, ich will das ja auch immer ohne Anleitung herausfinden. Wenn man Dinge gedrückt hält, passieren Sachen. Okay. Okay. Ich würde aber gerne die 4 ändern. Dann kann ich die Herzzahl ändern, okay, das ist auch gut. Das habe ich noch nicht herausgefunden. Okay, soweit erstmal zum Unboxing und jetzt kommt das tatsächliche Review. So, und jetzt nochmal das richtige Review, nachdem ich mich ein bisschen mit der Anleitung auseinandergesetzt habe. Also, fangen wir mal damit an, dass wir das Gerät anmachen. Okay, wir befinden uns gerade im Metronom-Modus und ihr seht schon, das Mikro hier ist aktiv. Aber wenn ich wollte, könnte ich auch eine E-Gitarre direkt hier reinstecken. So. Hier seht ihr, wie viel. Ihr seht ja erstmal meine Stimme. Und hier seht ihr, wie viel Hertz wir gerade haben. 440 Hertz, das ist Standard-Tuning. Wenn ihr das umstellen wollt, weil ihr zum Beispiel in einem Orchester spielt, dann könnt ihr das hier jetzt ändern. So, wir befinden uns außerdem im Modus C. C steht für chromatisch. Das bedeutet, es erkennt quasi jeden Ton, den ihr spielt. Also wenn ihr zum Beispiel Gitarre habt und ihr habt nicht die Standardstimmung, sondern zum Beispiel Drop D oder Drop C oder Open Desus 4 Add 9, dann könnt ihr das hier mit einstellen. So, wenn man jetzt auf Voice drückt, dann erklingt der Ton und ihr könnt dann hiermit den Ton ändern. So, jetzt, wir können aber auch einen anderen Modus einstellen. Also hier können wir erstmal den Key ändern. Das Feature habe ich tatsächlich noch nicht so richtig verstanden, aber sei es drum. Vielleicht was er dann da erkennt. So, Moment. So, wenn wir auf MT drücken, sind wir im anderen Modus. Jetzt sind wir im Modus G, das steht für Gitarre. Wenn wir jetzt auf Voice drücken, kriegen wir die einzelnen Töne von einer siebenseitigen Gitarre tatsächlich. Wir sind im Modus B, Bass, Bass. Wir kriegen die Töne von einem, ich glaube, bis zum sechsseitigen Bass sogar. Tatsächlich. V steht für Violin, Violine. Wir kriegen die Töne von einer Violine. U habe ich noch nicht so richtig verstanden. Aber wird wohl auch irgendein Instrument sein. Ich glaube, es ist Ukulele. Mich verwirrt nur, dass das nicht oktaviert ist. Ja, soweit. Damit könnt ihr jetzt die Gitarre stimmen. Ob das gut funktioniert, probieren wir gleich mal aus. So, wenn wir dann gedrückt halten, kommen wir zum Metronom. Und hier können wir das Tempo einstellen. Und hiermit können wir die Anzahl der Betonungen einstellen. Und hiermit können wir den Rhythmus einstellen. Also nach 7 Schlägen wird jetzt die 1 kommen. Dann machen wir es mal nach 4 Schlägen. Und kann auch verschiedene Rhythmen einstellen, wie ihr schon seht. So, Voice ist jetzt total interessant. So kann man nämlich eine Voice einstellen und dann sagt er immer die 1 an. Und beziehungsweise die starken Zählzeiten. Das ist vielleicht interessant, wenn man. Vielleicht sollten wir mal das Tempo ein bisschen runterstellen, wenn man hier mit relativ komplexen Rhythmen arbeitet. Ja, das ist, wie gesagt, das Metronom. Und ihr könnt das Metronom euch dann natürlich hier über den Kopfhörerausgang auch auf die Ohren geben.
Soweit dazu. Probieren wir jetzt mal aus, wie gut das Metronom tatsächlich stimmt. Das Metronom stimmt. Super. Gut gemacht, Dommer. Wir probieren das Stimmgerät auf drei Arten aus. Ich habe hier meine siebenseitige E-Gitarre und wir werden das jetzt mit dem Mikrofon hier ausprobieren. Anschließend werde ich ein Gitarrenkabel anschließen und dann werde ich es mit dem mitgebrachten Clip hier ausprobieren. Und bestenfalls habe ich es mit dem Mikrofon schon perfekt gestimmt und da ändert sich nichts mehr dran. Okay, wir schalten auf Metronom. Schon noch Tuner. So, nicht Ukulele, sondern auf nein, chromatisch. So, ich mag es chromatisch. Ein Plektrum wäre gut, ne? Brauchen wir wohl eins? Plektrum. Okay, starten wir mal. Das B hat er gerade gar nicht erkannt. Das E hat er jetzt problemlos erkannt. Das muss man fairerweise dazu sagen, es ist auch eine elektrische Gitarre. Er ist ja nicht so laut wie eine akustische Gitarre. Die Gitarre war schon sehr gut gestimmt, das tiefe B habe ich trotzdem nicht hingekriegt. Dann zeigt er mir ein Giss an, das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Also das klappt so nicht. Probieren wir es jetzt mal mit dem Gitarrenkabel aus. Das sollte ja dann besser klappen. Jetzt erkennt er das B. Ja, so richtig gestimmt habe ich mit dem Mikro wohl nicht. Er zeigt mir jetzt an, dass ich nachstimmen muss. Jetzt versuchen wir das mal mit dem Clip. Aber glaube ich mal die Kopfplatte, ne? Die machen wir auch mal. Viel mehr Platz haben wir glaube ich auch gar nicht. So, komm. Zack, hier dran. Kabel passt auch von der Länge. Gucken wir mal, ob er es erkennt. Jo, erkennt er. Und es klappt tatsächlich richtig gut. Also bei dem tiefen Ton, da schwankt er jetzt zwischen B und Fis. Fis ist der Oberton. Was für mich jetzt kein Problem ist. Ja, ich würde sagen, klappt. So, kommen wir jetzt zum Fazit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin positiv überrascht von dem Produkt. Es macht eigentlich genau das, was es soll. Es stimmt die Gitarre, das Metronom finde ich gut. Und ich hatte, also tatsächlich ist es jetzt auch mein Hauptstimmgerät. Ich hatte davor ein uraltes Korg, was so langsam den Geist aufgegeben hat. Und das ist ganz
Also richtig gut, dass ich das jetzt habe. Ich hatte auch davor ein altes Metronom von Boss tatsächlich. Das ist aber irgendwann kaputt gegangen. Ich bin mal gespannt, wie lange das hier hält. Ein paar Sachen, die ich besonders cool finde. Zum einen natürlich die Kombi-Funktion. Dann, ich finde es auch gut, dass das Display verhältnismäßig groß ist. Schön finde ich außerdem, dass wir es über USB laden können. Also brauchst keine Batterien. Das ist sehr cool. Und dass es so verschiedene Modi hat, vor allem bei dem Metronom mit den verschiedenen Achtelnoten und den verschiedenen Rhythmen. Das ist ziemlich cool, um ehrlich zu sein. Was mir nicht so gut gefällt, oder beziehungsweise bleiben wir erstmal neutral. Also, ich verstehe nicht, warum mir da so eine komische Stimme immer 1, 2, 3, 4 sagen muss. Weiß ich nicht, ist ganz nett, wenn du halt bei so kruden Taktarten bist, aber um ehrlich zu sein, ich brauche das nicht. Und teilweise finde ich die Bedienung ein bisschen komisch, gerade im Stimmbereich oder im Metronombereich, wenn, also es ist nicht intuitiv, dass man zum Beispiel ganz schnell mal den Ton wechseln kann. Also da hätte ich mir gewünscht, dass das irgendwie einfacher geht. Aber um ehrlich zu sein, das Teil hat auch so viele Funktionen, vielleicht geht es auch gar nicht einfacher, ohne dass man nicht noch mehr Knöpfe da dran macht. Tja, das ist mein Review von dem Legato. Ich werde es behalten, ich werde es benutzen tatsächlich. Wenn ihr das kaufen wollt, ich habe in der Beschreibung habe ich einen Link zum Produkt. Und ja, lasst mir einen Kommentar da. Bis dahin. Ciao.